Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich habe heute den heißen Beißer für euch. Der schnappt sich nämlich alles, was ihm so in die Quere kommt. Vor allen Dingen am liebsten eure Hände, ist nämlich ein cooler Topfhandschuh für eure Küche oder als Mitbringsel zur nächsten Gartenparty. Der ist tunesisch gehäkelt und wirklich super, super einfach gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran. Und ich zeig's euch. So, zum Häkeln brauchen wir natürlich Material. Ich habe hier dickes Baumwollgarn mit 75 Meter auf 50 Gramm. Und dazu habe ich eine Häkelnadel mit Nadelstärke 4,5 bis 5. Und ihr könnt eine Häkelnadel ohne Griff nehmen oder eine tunesische Häkelnadel. Das geht hier beides. So, da fangen wir direkt an und wir lassen uns einen Anfangsfaden, der so ein bisschen länger ist hier, den brauchen wir dann zum Zusammenziehen. Dann mache ich mir eine Anfangsschlaufe und mache jetzt 16 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, 16 Luftmaschen. Und das Ganze sollte dann so etwa 10-12 cm lang sein. Wenn ihr das mit einem dünneren Baumwollgarn macht, dann werden es eher 18 Luftmaschen. Ich habe hier 16 für so circa 12 cm. So, und jetzt nehmen wir aus jeder Luftmasche eine Masche auf. Dafür kippen wir uns das Ganze um und nehmen jetzt hier oben aus der Kette, da, aus dem kleinen Knötchen, und zwar, wenn ihr so ein faseriges Garn habt wie ich, gucken wir auch, dass wir jeden Faden erwischen. Dann nehmen wir eine Masche auf. In die nächste rein, eine Masche aufnehmen, und diese ganzen Maschen sammeln wir jetzt auf der Nadel. Also hier schön aus jedem Knötchen eine Masche aufnehmen. So, da sind wir schon am Ende und hier haben wir auch eine. Müssten wir jetzt 16 Schlaufen auf der Nadel haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das stimmt auffallend. So, jetzt maschen wir die ab. Und zwar machen wir dafür am Anfang eine Luftmasche. Und jetzt geht es immer durch 2. Einmal durch 2, zweimal durch 2, dreimal durch 2. Und immer durch 2, bis wir am Ende der Reihe sind. Und das ist übrigens die tunesische Grundreihe. Durch das tunesische Häkeln wird hier unser Topfhandschuh schön dick. Und damit natürlich halt auch sehr praktisch, dass man sich die Pfötchen nicht verbrennt. So, ich habe alle Maschen abgemascht und jetzt seht ich hier unsere senkrechten Steglein, das hier. Und da gehen wir von rechts nach links rein. Zack. Dadurch holen uns den Faden, haben hier eine Masche. Dann in den nächsten senkrechten Steg. Zack. Faden holen, ist die nächste Masche. Das gibt übrigens diesen typischen tunesischen Look, das ist der tunesische Grundstich. In den nächsten senkrechten Steg, Masche holen. Nächster senkrechter Steg, Masche holen. Nächster senkrechter Steg, Masche holen. Nächster senkrechter Steg, Masche holen. Das Ganze machen wir jetzt, bis wir 2 Maschen vor dem Ende sind. Wenn ihr das Ganze normal häkelt, dann macht ihr das auch so. Dann häkelt ihr eine feste Masche in jede Masche, bis ihr 2 Maschen vor dem Ende seid. So. Das heißt, hier ist meine Randmasche und die letzte Masche. Und ich habe, wir hatten ja vorhin 16, das heißt, ich habe jetzt hier 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das stimmt auffallend. Und jetzt machen wir eine Luftmasche und ziehen direkt durch 2. Also wir machen keine Wendeluftmasche, sondern hier direkt durch 2. Und dann weiter. Durch 2. Durch 2. Durch 2. Also immer diese Maschen, genau wie wir es vorhin gemacht haben, auch wieder
abmaschen. So, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Wir nehmen wieder Maschen auf. Beim Häkeln häkelt ihr eine Rückreihe und dann geht die Hinreihe wieder so wie hier. Hier eine Masche aus jedem senkrechten Steg aufnehmen. Ja, also immer schön hier aus den senkrechten Stegen raus. Das nennt man den tunesischen Grundstich. So, und das Ganze machen wir wieder bis zwei Maschen vor dem Ende. Das heißt, wir haben dann 12 Schlaufen auf der Nadel. Und die zwei Maschen vor dem Ende sind hier dieser letzte Steg und hier. Die Masche ist ja da unten. Das heißt, ihr habt hier hinten dieses kleine Dreieck und bis zu dem kleinen Dreieck häkelt ihr hin. Und dann haben wir jetzt hier 12 Schlaufen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die wollen wir haben und jetzt maschen wir die wieder ab. Also fortlaufend durch 2, das Ganze auch wieder komplett ohne Wendeluftmasche. Retour. So, jetzt habe ich die wieder abgemascht. Und jetzt wieder 2 kürzer, also bis zum Dreieck hin. Und immer schön hier unsere senkrechten Stege aufnehmen. So. Und schön die Maschen aufnehmen. So, bis zu dem Dreieckchen. Ne? Dieses Dreieck sind unsere letzten beiden Maschen. Und dann haben wir jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10. Und auch das ist richtig. Und jetzt werdet ihr also immer 2 kürzer. Bis ihr hier hinten nach dem Dreieck noch 2 Maschen auf der Nadel habt. Das zeige ich euch mal eben. Bis dahin mache ich das mal ein bisschen schneller. Also hier beim nächsten Mal werden ja 8 Maschen aufgenommen. So, jetzt sind wir fast am Ende. Ihr seht, ich habe hier noch 2, 3 und 4 Maschen, die ich aufnehme. Da. Dann masche ich die wieder ab. 2, 2, 2. Und jetzt hätten wir nur noch 2. Das machen wir nicht. So, das heißt, wir haben jetzt hier diese 4. Und jetzt seht ihr, haben wir uns, das schwingt sich schon praktischerweise so schön, so ein Dreieckchen gebaut. Und da nehmen wir jetzt alle Maschen wieder draus auf. Also, eine Masche. Dann müssen wir jetzt hier drauf achten. Hier ist jetzt unser Dreieck, ne? Das ist da, wo wir umgedreht haben. Dann nehmen wir die Reihe, die Masche aus dem Dreieck hier oben, die nehmen wir auf. So, zack. Und dann gehen wir jetzt hier eine Reihe tiefer. Da nehmen wir die zweite auf. So. Dann haben wir hier wieder unser Dreieck. Dann nehmen wir hier die Masche aus dem Dreieck. Zack. Auch alle Fäden erwischen. Das ist wichtig. Zack. Und dann hier die Masche eine Reihe tiefer. Wenn euch das leichter fällt, könnt ihr hier auch das ganze Dreieck auf die Nadel nehmen. So, das geht auch. Und dann hier unten die eine Reihe tiefer. Ja. Ich mache das lieber einzeln, also hier die Masche, die hier ist. Zack. Und dann die eine Reihe tiefer. Und damit arbeiten wir uns jetzt. Hier ist die nächste, die liegt daneben. Und dann wieder eine Reihe tiefer. Die nächste liegt daneben. Eine Reihe tiefer. So, damit arbeiten wir uns jetzt hier ja bis zum Schluss vor. In die Randmasche, da ist die Randmasche, gehen wir durch beide Schläufchen durch. So. Und wenn wir das uns jetzt angucken, haben wir wieder 16 Maschen auf der Nadel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das ist also genau das, was wir vorher hatten. Jetzt machen wir hier vorne wieder eine Wendeluftmasche und maschen die Maschen alle
ab. Also so, wie wir das die ganze Zeit immer machen. So, jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt und jetzt fangen wir das Ganze wieder von vorne an. Das heißt, ich nehme wieder alle Maschen auf bis 2 Maschen vor dem Ende. Ihr hört, der Werner klopft an die Scheibe. Es ist schönes Wetter und der Herr möchte gerne raus. Da muss er jetzt kurz warten auf mich. So, jetzt habe ich hier nicht alle Fäden erwischt. So. Also schön aus jedem senkrechten Steg. Macht das jetzt ein bisschen schneller, weil ihr wisst ja jetzt, wo die senkrechten Stege sind. Nehmen wir eine auf. Wieder bis 2 Maschen vor dem Ende. Da sind wir wieder 2 Maschen vor dem Ende. Das heißt, wir haben hier wieder 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 und wieder ohne Wendeluftmasche abmaschen und das Ganze retour. So, das macht ihr jetzt fortlaufend. Also ihr werdet wieder kürzer. Häkelt hier das nächste Dreieck und dann nehmt ihr alle Maschen wieder auf. Ich zeige euch gleich nochmal, na komm schon her, wie die Maschenaufnahme wieder funktioniert. Aber dieses Verkürzen, was ihr hier macht, das kriegt ihr ohne mich hin. Also wirklich immer Maschen aufnehmen. Ihr seht, das geht wirklich ganz, ganz flott. So, bis zu dem kleinen Dreieck hin. Hier ist das Dreieck. Seht ihr, da ist mein Dreieck. Und wenn ich jetzt zähle, habe ich 12 Maschen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Und das Ganze verkürze ich. Und wenn ich die verkürzten Reihen gehäkelt habe, dann sehen wir uns hier wieder. Dann zeige ich euch nochmal, wie ihr die wieder aufnehmt. So, ich habe mein zweites kleines Dreieck hier schon fertig. Und ich möchte euch nochmal zeigen, wie die Maschen hier aufgenommen werden. Also, der erste Steg ist ja klar, das ist sowieso der erste Steg. Der zweite ist hier das rechte Beinchen von dem kleinen Dreieck. Zack. Und dann seht ihr, wenn ihr hier hinguckt, habt ihr hier eine Linie, ne, mit der zweiten Masche. Und hier, das hier, das war unsere Wendemasche. Die haben wir ja durch beide durchgezogen. Und darunter, ne, der nächste Steg nebenan, das ist der, wo wir reingehen. Damit sind wir jetzt eine Reihe tiefer. Und direkt neben dem nächsten kleinen Dreieck, davon nehmen wir uns auch wieder das rechte Beinchen. So, und jetzt seht ihr wieder diese gleiche Linie. Hier ist die Wendemasche gewesen, ne? Also hier ist die gleiche Linie und daneben gehen wir rein und damit sind wir schon eine Reihe tiefer, aus der wir die Maschen aufnehmen können. So, dann ist hier wieder das rechte Beinchen. Ihr seht, hier ist eben dieser Knick und da rechtes Beinchen, eine Reihe tiefer, rechtes Beinchen, eine Reihe tiefer, rechtes Beinchen, eine Reihe tiefer, rechtes Beinchen und da eine Reihe tiefer. Und jetzt sind hier unsere letzten beiden. Da habe ich natürlich die eine Masche und hier durch die Randmasche gehe ich wieder durch 2 durch, so, hol mir den Faden und jetzt habe ich wieder meine 16 Schlaufen auf der Nadel, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und dann geht das erneut los und dann mache ich hier das nächste Dreieck dran. So, wenn wir uns das einmal angucken, habe ich jetzt hier mal einen Vollkreis aufgezeichnet und wir haben hier angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 Dreiecke bilden einen Vollkreis. Wenn ihr jetzt hier das Ganze für unseren heißen Beißer offen lassen wollt, dann lasst ihr sozusagen das letzte Stückchen hier weg. Das heißt, ihr wiederholt die Dreiecke insgesamt 11 Mal
also 10-mal wiederholen, 11-mal häkeln, dann sieht das Ganze so aus. Und dann ist die Öffnung hier insgesamt so groß. Ich gehe mal ein bisschen höher, dann könnt ihr das besser sehen. So, das wäre dann jetzt hier unsere Öffnung von unserem Beißerchen. Ihr könnt das Ganze aber auch nur 10-mal häkeln, ne? Dann habt ihr die Öffnung eins größer, dann wäre das Mäulchen hier insgesamt größer. Das geht natürlich auch. Ich persönlich finde es schöner, vor allen Dingen wegen Hände verbrennen und so weiter, wenn man das Ganze 11-mal wiederholt, dann seht ihr, geht hier die Hand schön rein, ohne dass man sich an der Stelle wehtut. Also 11-mal das Ganze, ihr seht es, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Dreiecke gehäkelt auf die gleiche Art und Weise. Und wenn ihr da seid und die Maschen hier nach dem 11. Dreieck so aufgenommen habt, beziehungsweise wenn ihr das 11. Dreieck gehäkelt habt, dann sehen wir uns hier wieder und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze abkettet, wie ihr das schön rund macht und wie ihr das zu unserem Topfhandschuhchen macht. So, ich habe alle meine Reihen gehäkelt und ich habe hier gerade eben die Reihe aus den verkürzten Reihen aufgenommen. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr hier immer so kleine Bögchen. Das sind sozusagen die geraden Reihen von unseren Dreiecken. Und da könnt ihr zählen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Dreiecke. Und damit sieht die Öffnung so aus. Wenn ihr ein 12. Dreieck hättet, dann könntet ihr das Ganze jetzt hier auch zu einem Kreis zusammennähen. Ganz nebenbei. Das geht auch. So, wenn ich diese Maschen hier aufgenommen habe auf meine Nadel, dann muss ich die ja auch wieder abmaschen, denn ohne Rückreihe geht nichts. Und weil das die komplette Reihe ist, machen wir dort auch am Anfang unsere übliche Wendeluftmasche und gehen fortlaufend immer durch zwei Maschen durch. So, und wenn ich jetzt hier hinten angekommen bin, dann seht ihr, ist das hier oben ja so ein bisschen löchrig, während das hier unten schön gerade hängt. Das liegt daran, dass sich hier die Luftmaschenkette dahinter klappen muss. Und das passiert erst, wenn man quasi die Masche abhäkelt. Das heißt, tunesisch muss auch abgekettet werden und dafür gehen wir hier rein, wie in den Grundstich, holen uns den Faden und ziehen den komplett durch für eine Kettmasche. Und das machen wir weiter, also rein in den Grundstich, Faden holen, durchziehen und eine Kettmasche machen. Und damit ketten wir das Ganze mit Kettmaschen ab. Und ihr seht, ne, jetzt klappt sich hier die Luftmaschenkette nach hinten. Und jetzt sieht das so aus, wie wir es haben wollen. Das machen wir bis zum Ende der Reihe. Hier am Ende der Reihe gehe ich auch durch beide Maschen durch, ziehe den Faden durch, mache die Kettmasche und jetzt können wir das Ganze abschneiden. So, wenn ihr das Ganze übrigens nicht abschneiden wollt, also wenn ihr euch das Fadenvernähen an einer Stelle sparen wollt, dann zieht ihr jetzt hier eine Schlaufe raus und dann könnt ihr hier mit festen Maschen wieder hochhäkeln. Das sorgt auch dafür, dass sich das hier nicht so doll rollt. Aber ich schneide es ab, weil ich finde diese Kante hier auf jeden Fall so sehr schön. Also, einmal abschneiden. Zack. Dann ziehe ich hier meinen Faden durch und jetzt seht ihr, haben wir ja hier in der Mitte diese kleine Rundung. Und die machen wir jetzt zu. Dafür schauen wir uns das Ganze mal an und jetzt seht ihr, haben wir hier immer die Beinchen. Und da gehe ich rein und schnapp mir hier jedes Beinchen von diesen Reihen. Da. Zack. Einmal in jedes Beinchen rein.
Den langen Anfangsfaden haben wir vorhin gelassen. Falls ihr das mit dem Anfangsfaden vernähen wollt und dann hier hoch häkeln wollt, das geht selbstverständlich auch. So, dann kann ich das jetzt hier anziehen. Bin hier einmal drin. Und dann gehe ich durch die gleichen Maschen nochmal durch. So. Und ziehe mir das Ganze jetzt fest. So, und wenn wir das schön anziehen, seht ihr, ist hier in der Mitte die Runde geschlossen. So. Dann kann ich den Faden jetzt, wenn ich möchte, noch ein drittes Mal durchziehen. Dann ist der hier auch auf jeden Fall gesichert. Und dann geht euch die Mitte da nicht auf. So, und dann können wir den hier in den Anfangsstichen einfach vernähen. Das mache ich mal ganz fix. So, dann ist der weg. So, jetzt braucht unser Beißerchen ja noch ein Auge, das machen wir zuerst. Ihr macht übrigens zwei von diesen Dingerchen, ja, denn ihr braucht zwei für einen Handschuh. Den anderen habe ich hier schon mal vorbereitet, der wird genauso gemacht wie der hier. So, dann schnappen wir uns am besten schwarzes Garn. Und eine dünnere Häkelnadel. Und dann machen wir uns damit einen doppelten Fadenring. Zack. Zweimal um den Daumen rum. Dann gehen wir hier unten durch. Holen uns den Faden. Machen eine Luftmasche. Und damit ist der Fadenring hier gesichert. Und jetzt häkel ich hier noch zwei Luftmaschen. Und insgesamt 12 Stäbchen in den Ring rein. Also, die Luftmaschenkette können wir mitzählen, müssen wir nicht. An der Stelle ist das egal, weil das Auge nur aus Stäbchen besteht. 2, 3 und die Stäbchen häkeln wir alle hier in den Ring hinein. So, wenn ich meine Stäbchen alle gehäkelt habe, dann ziehe ich hier den Fadenring zu. Also ich ziehe hier unten einfach an meinem Faden, bis das Ding zu ist. So, und jetzt suche ich mir hier die erste Masche. Da gehe ich oben, das ist jetzt schlecht zu sehen, weil es schwarz ist, in das Köpfchen rein, mache eine Kettmasche, mache jetzt noch eine Luftmasche und schneide den Faden. So, ich empfehle euch, die Augen auch vorher zu machen, also bevor ihr das Ganze zusammenhäkelt, weil jetzt können wir die zum einen gut positionieren und zum anderen lassen die sich so leichter aufnähen. So, und das machen wir auch direkt. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier die Position von dem Auge. So, wenn ich mir das angucke, dann ist das hier, glaube ich, ganz gut und relativ original. Dann halte ich mir das fest und steche jetzt hier wirklich einfach nur nach unten durch, immer durch die Köpfchen der Stäbchen und steche dann von unten wieder nach oben und nähe das Auge auf die Art und Weise fest. So, wenn ich da einmal rundherum genäht habe, dann seht ihr, haben wir hier unten auch nicht so viele Stiche. Dann kann ich hier einfach reingehen und das Ganze so ein bisschen unter den Stäbchen vernähen. So. Und das Gleiche mache ich dann auch noch mit dem anderen Fädchen schnell. So, und wenn wir jetzt hier unsere beiden Hälften haben, die Fäden vernäht haben und abgeschnitten haben, dann gucken wir uns das an. Das hier ist die rechte Seite, da wo ihr diese Grundstiche seht. Und das hier ist die linke Seite, die sieht übrigens auch schön aus. Die kann man auch in einer Variante auch nach außen nehmen, wenn man das möchte. Und wir legen uns das so hin, dass einmal die rechte Seite unten ist, da.
und uns die linke Seite anguckt und dann guckt uns einmal die rechte Seite an und das legen wir jetzt aufeinander, sodass hier linke Seite auf linke Seite ist. So, dann schnappen wir uns wieder unsere Häkelnadel, suchen uns hier den Anfang und gehen einmal hier durch die erste Masche vom vorderen Teil durch, durch die zweite Masche vom hinteren Teil durch. So, lassen uns jetzt hier so ein bisschen entfaden und ziehen hier eine Schlaufe durch. Zack. Das Ganze habe ich mir natürlich hinten so ein bisschen festgehalten. Hier ist mein Endfaden, der ist lang genug. Und dann mache ich eine Luftmasche, damit ist das Ganze gesichert. So, und jetzt häkle ich das zusammen, indem ich immer in die Masche hier vorn reingehe und auch in die Masche hinten, und zwar durch beide Maschen wieder durch, und den Anfangsfaden kann ich dabei mit anhäkeln. Also hier, dadurch, durch beide Seiten und eine feste Masche machen. Das heißt, einmal vorne in die Masche einstechen und dann gucken, dass hinten wirklich auch die nächste Masche ist, durch beide Maschenglieder Faden holen, zwei Schlaufen auf der Nadel für eine feste Masche und dann durch beide Schlaufen durchhäkeln. So, und das macht ihr natürlich fortlaufend, und ihr achtet darauf, dass ihr hier nicht aus Versehen eine Masche doppelt behäkelt. Das Ganze macht ihr einmal hier rundherum. So, wenn wir jetzt hier hinten angekommen sind, dann brauchen wir ja noch eine Schlaufe zum Aushängen. Und das machen wir hier wie so eine kleine Zunge, die wir da dran hängt. Dafür häkeln wir mal ein paar Luftmaschen. Das waren jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. So, eine sechste reicht für so eine kleine Halteschlaufe. Ihr könnt die natürlich auch länger machen. Dann gehen wir hier rein in den Anfang mit einer Kettmasche. So. Und häkeln uns hier einfach feste Maschen in diese Luftmaschenkette rein. Und zwar so viele wieder reingehen. Also die zähle ich jetzt einfach nicht, sondern häkel das jetzt hier einfach so rein, wie es kommt. So. So, und wenn ich das alles habe, mache ich hier nochmal eine Kettmasche. Und dann kann ich den Faden abschneiden und den können wir dann noch vernähen. Und dann ist unser Beißerchen hier fertig. Und damit das Original ist, kann man hier die Lasche halt auch verstecken. Und dann kann der auch meine Hand fressen. Und ihr seht, die geht hier wirklich gut rein. Und damit könnt ihr gut eure Sachen greifen und habt ein bisschen lustigen Style in der Küche. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.